diese FIFA-Aktion. Viele deutsche Pressefotografen, Sie sehen, das sind traditionsgemäß pflichtbewusst mit hierher gekommen, um die Bilder für die deutschen Zeitungen und Zeitschriften zu schießen. Also das ist dann schon so wie bei jedem anderen Länderspiel. Der Vorverkauf zu diesem Spiel war zunächst einmal sehr schleppend. 8000 Karten wurden bis gestern im Vorverkauf abgesetzt. Wie gesagt, schätze ich mal, dass im Moment 18.000, vielleicht auch 20.000 hier sind. Aber blau-weiß, sprich Argentinien, dominiert. Hier sehen Sie es, die argentinischen Fans eindeutig in der Überzahl. Steffi Graf, die ja derzeitig hier Urlaub macht, die haben wir zwar gestern auf der Straße gesehen, aber ich glaube, ins Stadion ist sie nicht gekommen. Schade eigentlich, obwohl sie auch bekanntermaßen ein großer Fußballfan ist. Also, jetzt wird es die Hymnen geben und zunächst die argentinische. Entsprechend bejubelt die argentinische Hymne und nun die deutsche. Ganz so laut nach der deutschen Hymne, aber Sie hören, es sind schon ein paar tausend deutsche Fans hier. Die Bilanz der beiden Nationen vor diesem Spiel, es gab 12 Begegnungen, 5-mal hat Deutschland gewonnen, 2 Unentschieden gab es und 5 Niederlagen bei 17:16 Toren für die deutsche Mannschaft. In diesen 12 Begegnungen gab es etliche Highlights, die wollen wir Ihnen jetzt nochmal zeigen, einige davon jedenfalls. Und zwar hat Michael Kudal diese zusammengestellt und dann meldet sich Ihr Kommentator Burkhard Weber. Deutschland gegen Argentinien, ein Duell, bei dem es schon immer heiß herging. Beim zweiten Aufeinandertreffen bei der WM 1966 in England traten die Südamerikaner negativ in Erscheinung. Ein Wunder, dass bei solchen Fouls keiner vom Platz flog. Übrigens, das Spiel endete torlos und Uwe Seeler vergab die größte Chance der Partie. Feurige Fußballfeste dagegen in den Endspielen der letzten beiden Weltmeisterschaften. 1986 in Mexico City startete die deutsche Elf nach einem 0:2 Rückstand eine furiose Aufholjagd. Uli Völler erzielte den Ausgleich. Doch die Verlängerung verdarb Burruchaga. Einen Zauberpass von Maradona nutzte der Stürmer zum glücklichen 3:2 Endstand. Argentinien im Freudentaumel und Fußballgenie Maradona feierte seinen größten Triumph. 4 Jahre später, Rom, 8. Juli 1990, die Revanche. Nach dieser umstrittenen Aktion an Völler zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Alle Proteste des zweifachen Weltmeisters waren zwecklos. Andreas Brehme behielt die Nerven. Maßarbeit, Deutschland wurde zum dritten Mal Weltmeister. Die Jungs von Franz Beckenbauer waren außer Rand und Band. Eine einzige Glückseligkeit in Schwarz-Rot-Gold.
Es ist also angerichtet, der Weltmeister gegen den Vize-Weltmeister. Und da wollen wir auch nicht unterschlagen, dass es noch zwei Länderspiele der ehemaligen DDR gab. Gegen Argentinien 1 unentschieden und 1 gewonnen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch hier oben vom Kommentatorplatz. Neben mir meine Kollegen Thomas Köhn und Michael Kudal. Sie werden mich jetzt in den nächsten 90 Minuten tatkräftig unterstützen. Und wir werfen schnell einen Blick auf die Mannschaftsaufstellung. Argentinien beginnt im Tor mit Sergio Goycochea. Mit der 2 Sergio Vázquez. Die 3 Carlos McAllister. Typisch argentinischer Name, sage ich Ihnen gleich mehr zu. Diaz die 4, Mancuso die 5. Mit der Nummer 6 Oscar Ruggeri, der Mannschaftskapitän. Mit der 7 Ramon Medina Bello. Mit der 8 Hugo Perez. Die 9 trägt Abel Balbo. Und dann die 10 Diego, aber nicht der, den wir gerne gesehen hätten. Kanya heißt er. Und dann Leonardo Rodriguez mit der Nummer 20. Der Trainer, den haben Sie gerade schon in unserem Vorspann gesehen. Alfio Basile, 50 Jahre. Das ist die Mannschaft in der Übersicht. Die Argentinier mit einer 4er Abwehrkette. Dann ein 4er Mittelfeld vorne mit Balbo und Medina Bello. Berti Vogt setzt heute auf folgende 11. Andreas Köpke mit der 12. Breme die 3. Man hat hier durchnummeriert, ähnlich dann wie beim nächsten WM-Turnier hier in Amerika. 5 Helmer. 6 Guido Buchwald. Mit der 7 Andreas Möller. Mit der 8 Thomas Hässler. Die 9, Ulf Kirsten, heute zum ersten Mal von Beginn an dabei. Lothar Matthäus mit der 10, der Libero. Jürgen Klinsmann mit der 18, Stefan Effenberg mit der 20. Die Nummer wollte er haben, die 2 war ihm zu langweilig. Berti Vogt, der Trainer, und auch hier die Übersicht. Köpke, Matthäus, davor 2 Manndecker, das 4er Mittelfeld, Möller hinter den beiden Spitzen. Und diese beiden Spitzen heißen heute Ulf Kirsten und Jürgen Klinsmann. So, der Schiedsrichter, den haben wir natürlich auch noch. Mr. Philip Don. Er kommt aus England, ist 41 und von Beruf Lehrer. Es kann losgehen. Sie sehen, der Mittelkreis wurde nochmal neu angerichtet, farblich. In Amerika geht das ganz schnell. Da holt man ein paar Spraydosen und besprüht dann hier noch den Rasen. Früher wurde hier American Football gespielt, von daher auch noch die Zeichnung. Sie sehen es auf dem Feld. Guido Buchwald heute wieder, wenn man so will, Bodyguard für Andreas Möller. Der Juve-Spieler aus Turin in der zentralen Position hinter den beiden Angreifern. Das ist seine Lieblingsposition und da hat er in den letzten Länderspielen ja sensationell aufgetrumpft. Da fühlt er sich am wohlsten und er meldet doch immer mehr Führungsansprüche in diesem Team an. Will Deutschland im nächsten Jahr gemeinsam mit Lothar Matthäus zur WM führen. Trotz vor Selbstvertrauen, Andreas Möller. Ball im Aus, kann Diaz nicht mehr heran. Und Kirsten hat gestanden vor dem Spiel, dass er doch etwas nervös sei. Es ist vielleicht die ganz, ganz große Chance für den Leverkusener, hier Berti Vogt zu überzeugen, dass er eine echte Alternative ist zu Karl-Heinz Riedle. Und viele haben noch auch den Karlsruher Spieler Edgar Schmidt auf der Rechnung. Kohler. Ganz rechts Thomas Hässler. Sergio Javier Goycochea, das ist der Torhüter der Argentinier. Das ist der Bundestrainer Berti Vogt, der eifrig schreibt. Der Torhüter der Argentinier spielt bei River Plate Buenos Aires. Heute sein 50. Länderspiel.
zahlreichen Fans. Da leben ja viele Südamerikaner auf Miami. Wie Potowski jetzt gerade schon gesagt, sind auch zahlreiche Kolumbianer im Stadion und da gab es dann immer dieses 5:0, was die kolumbianischen Fans den argentinischen vorgehalten haben. In der WM-Qualifikation gab es ja 2 Siege für Kolumbien. Der bitterste sicherlich das 0:5 in Buenos Aires gegen Valencia und Co. Die Seite wechseln rechts, Effenberg. Ganz rechts bietet sich jetzt Klinsmann an, da haben wir ihn. Foul an Kanya. Ball scheint doch in Ordnung zu sein. Erste Chance. Oder sagen wir besser, der erste Torschuss der Argentinier. Gespielt 5 Minuten. Ein Traumtor von Hernán Díaz, der Spieler mit der Nummer 4. Eine Chance war es natürlich nicht, aber der erste Torschuss überhaupt in dieser Partie. Gleich ein Treffer. Wenn das so weitergeht, können wir uns auf ein munteres Spielchen hier einstellen. Und Gott sei Dank trifft die Prognose von Mannschaftskapitän Ruggeri nicht ein. Es gebe ich ein 0:0. Ich will mich mal festlegen und sagen, unhaltbar für Andreas Köpke. Da haben wir den Mann, der auf der rechten Seite die Abwehr stärkt. Spielt bei River Plate Buenos Aires. So, jetzt muss ich zeigen, wie darauf die deutsche Mannschaft reagiert. Und der erste Eckball jetzt für die Elf von Berti Vogts. Guido Buchwald, Helmer, Lothar Matthäus, das ist das, was Berti Vogts von ihm fordert. Wenn wir im Ballbesitz sind, musst du offensiver werden. Fehlpass von Klinsmann. Und McAllister dazwischen. Carlos McAllister in seinem 10. Länderspiel heute. Hessler. Freistoß für Deutschland. Ruggeri, der Mannschaftskapitän, Weltmeister 86, Vize-Weltmeister 90,
zur Zeit ohne Verein, bis vor kurzem in Mexiko gespielt. Und da ist das 1:1 und der Torschütze Andreas Möller. Das fängt ja gut an, gespielt 8 Minuten, 2 Tore bereits, der Freistoß von Hässler. Völlig frei dort, Andreas Möller, keine Abwehrmöglichkeit für Goikoetxea. Eigentlich haben sie hinten lange Kerls, die Argentinier. Also er unterstreicht seine Führungsansprüche. In den letzten 3 Spielen war er 4-mal erfolgreich. Heute sein 12. Länderspieltor im 34. Länderspiel. Andreas Möller also in Topform. Kanya gegen Effenberg. Da hätte er doch besser direkt den Ball schlagen sollen, Andreas Köpke. Der gesagt hat, das ganze Gerede um Oliver Kahn, das macht mir eigentlich wenig. Ich habe 8 Jahre Stahlbad in Nürnberg hinter mir, da werde ich das auch noch schaffen. Köpke eigentlich genauso wie Ilkner davon überzeugt, dass er im nächsten Jahr bei der WM die Nummer 1 ist. Wieder Thomas Hässler. Gute Aktion jetzt im Zusammenspiel mit Jürgen Klinsmann. Ich habe gerade die Nachricht aus Deutschland bekommen, dass die beiden Teams sehr schwer auseinanderzuhalten sind. Wir versuchen mal, ob wir da vielleicht in der Halbzeit etwas machen können. Das deutsche Team hat ja noch grüne Trikots dabei. Vielleicht funktioniert das jetzt. In dieser Sekunde sind wir da etwas hilflos. Aber wir bemühen uns. Vielleicht klappt es auch. McAllister. Foul von Ruggeri. Will er nicht da wahrhaben. 31 ist er mittlerweile. Die argentinischen Journalisten haben uns gesagt, er wird immer langsamer. Das ist der Knackpunkt hinten in der Abwehr. Heute in seinem 104. Länderspiel. Er verfügt also über die größte Erfahrung im Team. Da haben wir ihn. Kein unbedingter Freund von Diego Maradona. Musste die Kapitänsbinde wieder zurückgeben, als Diego kam. Eckschuss Breme. Weiter spielen. Wollte Thomas Helmer schon aufhören. Kollegen unten am Spielfeldrand informieren uns fleißig. Die deutsche Elf hat leider keine grünen Trikots dabei. Und offiziell sollte die Argentinier eigentlich mit einer weißen Hose spielen. Versuchen wir mal, ob wir das vielleicht in der Halbzeit ändern können. Also versprechen kann ich hier gar nichts. Wir haben gerade die Kamera gesehen auf der anderen Seite. Zum ersten Mal überträgt auch ein Soccer, ein Fußballspiel hier in Amerika, ein Privatsender live. Pay-per-view heißt das Ganze. Man zahlt für dieses Spiel rund $15. Neuland für Amerika. Buchwald. Rodriguez.
Kanya. Wieder Rodriguez. Soll so ein wenig die Rolle von Maradona übernehmen. Der Spieler mit der Nummer 20. Wenn die beiden nicht aufpassen, zieht noch einer an ihnen vorbei. Damit ist natürlich Oliver Kahn gemeint. Der zurzeit glänzend hält, kaum Fehler macht. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Klinsmann. Der Torschütze versucht es nochmal. Erneut Diaz. Und Probleme für Köpke. Fehler von Kola. Rodriguez. Wieder Rodriguez. 27 Jahre, spielt in Italien bei Atalanta Bergamo. Und Kirsten dazwischen. Abseits. Berg. Exakt 15 Minuten gespielt, 1:1 der Spielstand durch die Tore von Diaz und Möller in der 5.9. Minute. Innerhalb von 8 Tagen 3 Länderspiele. Am Samstag geht es weiter gegen die USA, dann in der nächsten Woche noch gegen Mexiko. Ein Härtetest. Berti Vogts, haben wir gestern noch gesagt, wer halt diese Strapazen nicht durchstehen kann, der hat eigentlich auch in der nächsten oder im nächsten Jahr hier in den USA nichts zu suchen. Für ihn ganz wichtig, auch gegen verschiedene Spielsysteme einfach zu agieren. Bremer dazwischen. Rodriguez immer anspielbar. Der junge Mann mit dem etwas längeren Haar, mit der Nummer 20. Und Klinsmann. Schön gemacht. Möller sucht eine Anspielstation. Vielleicht etwas zu lange gewartet. Kanya und Foul von Hässler. Es gibt eine Ermahnung. Kanya spielt bei Independiente Buenos Aires heute sein 8. Länderspiel. Da ist er wieder am Ball. Scheint doch etwas angefressen, etwas nervös zu sein, Andreas Köpke. Sieht nicht so souverän aus, wie es man gewohnt ist. Bello. Rodriguez.
Basile, argentinischer Nationaltrainer und Nachfolger von Menotti und Carlos Bilardo angetreten. Beide wurden Weltmeister. Eine große Bürde. Der wird lang und länger von Andreas Brehme. Schaute Goikoetxea auch ein wenig in die Sonne. Hat er Glück gehabt. Der Ball prallte gegen den eckigen Pfosten. Das gibt es hier noch in Amerika. Kommt da gar nicht mehr rechtzeitig zurück. Hat er Glück gehabt. Hat sich dabei verletzt. Hier noch einmal. Der Ball springt gegen die Querlatte. Und Glück für die Südamerikaner. Wird jetzt behandelt. Goikoetxea. Hat auch mal für kurze Zeit, vor 2 Jahren, in Europa gespielt. In der französischen Liga bei Stade Brest. 1990 kam er überraschend ins Team. Stammtorhüter Pompidou brach sich das Bein und dann feierte er seinen Einstand und wurde zum Elfmeter-Töter vom Dienst. Brachte seine 11 durch gehaltene Strafstöße 2-mal in die nächste Runde gegen Jugoslawien und gegen Italien. Sowas wie ein Sexsymbol in Argentinien. Alle Frauen schwärmen von Goikoetxea. Aber er ist glücklich verheiratet mit einem argentinischen Topmodell. So, wieder zurück zum Sport. Das Stadion füllt sich noch ein wenig. Ich würde fast sagen, dass jetzt so 25.000 bis 30.000 hier sein dürften. Die Zeit natürlich ungewohnt in Miami. Fußball nachmittags um 3, die Sportart generell hier nicht populär. Oscar Rugge. Hessler startet. Etwas abgerutscht. Der Pass von Stefan Effen. Ball Nummer 3. Nicht ganz geglückt, diese Reingabe von Thomas Helmer. Andreas Brehme. Hessler. Geschickt seinen Körper eingesetzt, schnell ausgeführt der Freistoß, Andreas Möller wollte da einen Beinschuss versuchen, hat nicht ganz geklappt und Matthäus Rodriguez Kanya, wieder Rodriguez, jetzt will er zaubern, Tutis, das gibt eine gelbe Karte, die erste in diesem Spiel, zu Recht. Nach diesem Foul von Stefan Effenberg an Rodriguez.
Kleiner Check. Er macht weiter, Rodriguez. Kurz behandelt. Sicherlich zurzeit der auffälligste argentinische Spieler. Der Mann mit der Nummer 20. Zeit hier 15:30 Uhr. Hunkmann hat schon die Flutlichtanlage eingeschaltet. Müller. Ein Pass ins Niemandsland. Fouls doch ein wenig zu. Dass es hier ein etwas härteres Spiel werden wird, davon sind wir alle ausgegangen. Auch wieder hier ein schöner Bodycheck. Kirsten! Die Möglichkeit für Ulf Kirsten nach diesem Querschläger von Diaz. Sofort aus der Drehung geschossen, aber kein Glück in dieser Situation auf Seiten des Leverkusens. Ein böser Tritt von Andreas Brehme, entschuldigt sich jetzt auch dafür. Hugo Perez. ...27 Minuten jetzt gespielt. Die Partie hängt ein wenig durch nach diesem doch sehr munteren Anfang. Nach 9 Minuten, 2 Tore, 1:1 der Spielstand. Das vielleicht die Information für all die Zuschauer, die sich erst jetzt hinzugeschaltet haben. Die 93er Bilanz der deutschen Nationalmannschaft sieht ja sehr gut aus. 8 Spiele gab es, 6 Siege, 2 Unentschieden. Insgesamt ist man schon seit 9 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es im letzten Dezember gegen Brasilien mit 1:3. Und Berti Vogts hat gesagt, die Testphase ist vorbei. Es gibt jetzt keine Experimente mehr. Noch 7 Spiele zur WM. Wir müssen uns einspielen. Aber ein Überflieger, der zum Beispiel Edgar Schmidt heißen könnte, hat durchaus noch Chancen, ins Team zu kommen. Ja, etwas hilflos wirken jetzt auch die deutschen Spieler. Suchen Anspielstationen, aber die sind alle hinten messerscharf gedeckt. So wie hier Jürgen Klinsmann. Muss Andreas Brehme zurück. 2 Argentinier gegen Thomas Helmer. Und Freistoß.
argentinischen Fans hier unter uns tanzen und singen. Und sie sollen singen, so der Text, wir wollen Weltmeister werden im nächsten Jahr. Also die Stimmung ist ausgezeichnet bei den Südamerikanern. McAllister! So frei darf da natürlich niemals zum Kopfball kommen. Glanzparade von Andreas Köpke. Kohler verpasst. McAllister mit dem Kopfballaufsetzer und dann Andreas Köpke noch mit den Fingerspitzen am Ball. Er bewahrt der Nürnberger seine Elf vor dem erneuten Rückstand. So ein wenig hatte man ja hier gedacht, man trifft auf eine doch etwas schwächere argentinische Nationalmannschaft. Neben Maradona fehlen ja immer noch absolute Hochkaräter. Gabriel Batistuta wurde von Florenz nicht freigegeben. Fernando Redondo spielt in Teneriffa. Diego Simeone spielt ebenfalls in Spanien, in Sevilla. Auch die beiden wurden nicht freigegeben. Und dazu kommt natürlich noch ein Spieler, Claudio Caniggia, wegen Drogenvergehens noch gesperrt bis Mai. Ob er noch zur WM fährt, dahinter bleibt ein Fragezeichen. Eine halbe Stunde ist vorüber, 1:1 der Spielstand. Und die Argentinier präsentieren sich hier besser als erwartet. Handspiel. Da müsste man eigentlich dann auch Geld für geben. Rodriguez. Aber beim Freundschaftsspiel lässt es Herr Don dann doch sein. Gute Handballeinlage. Argentinien und Handspiel und Tore. Das kennen wir ja zu Genüge. Fehler von Mancuso. Andreas Möller. Effenberg. Ist noch nicht so in den Spielrhythmus gekommen, Stefan Effenberg. Bei ihm läuft es schon etwas besser. Andreas Möller. Italienische Sportzeitung schreibt über ihn, er verbindet die Eleganz eines wilden Tieres mit dem Instinkt eines Killers. Naja, die Kollegen aus Italien lassen sich immer etwas einfallen. Auch das wieder ein doch sehr ungenauer Pass von Effenberg. Technische Fehler auch. So geschehen gerade bei Hessler. Das kennt man ja eigentlich gar nicht von ihm. Kanya, Bello. Nach diesem Ballverlust gerade von Thomas Helmer. Die Schussmöglichkeit für Medina Bello. Schoss in der WM-Qualifikation die meisten Tore. Der Spieler mit der Nummer 7. Viermal war er erfolgreich. Sehr schneller Mann. Manchmal etwas lauffaul. Spielt Kreis und Weltklasse. Verzweifelt der Trainer Basile schon manchmal. Effenberg. Wieder ein Fehler.
Guido Buchwalz. In den letzten beiden Länderspielen jeweils erfolgreich. Soll die Löcher zumachen im zentralen Mittelfeld. Und in erster Linie natürlich Andreas Möller abschirmen. Der Turiner, der alle Freiheiten hat jetzt im Spiel von Berti Vogts. Zehn Minuten noch im ersten Spielabschnitt. Wenig Höhepunkte jetzt in den letzten 20 Minuten. Klinsmann und Kirsten, die beiden Angreifer, haben vorne kaum einen Meter Platz. Und selbst im Mittelfeld wird früh angegriffen auf Seiten der Argentinier. Wenn es gar nicht anders geht, dann schlagen sie den Ball einfach planlos nach vorne und das wird dann noch gefährlich. Bello. Und Kohler dazwischen. Gegen Balbo. Und Eckball. Der erste für Argentinien. Alfio Basile, jedes Spiel gegen Deutschland ist ein Prestigeduell. Wir werden uns vor den Augen der Welt für die zuletzt schwächeren Leistungen revanchieren. Damit meint er natürlich eindeutig die WM-Qualifikation. Da wurde man mit Hängen und Würgen Zweiter und erreichte die beiden Relegationsspiele gegen Australien. Das Comeback von Diego Maradona, gab es ein 1:1 in Australien und dann das so entscheidende 1:0 in Buenos Aires vor 60.000. Ulf Kirsten. Klinsmann kommt nicht mehr an den Ball. Kann ja dazwischen. Sie arbeiten viel vorne. Klinsmann und Kirsten. Das gehört natürlich auch zum System. Laut Berti Vogts hat Andreas Möller beim letzten Länderspiel gegen Brasilien nur so glänzen können, weil die beiden Stürmer vorne unendlich viel gearbeitet haben. Effenberg. Die Argentinier operieren praktisch mit zwei Viererketten. Eine hinten, so 5-6 Meter vor dem 16er, dann im Mittelfeld die nächste. Da wird hart zur Sache gegangen, in dem Falle von McAllister, die zweite gelbe Karte in diesem Spiel. Auch diese zurecht. Man muss ja aufpassen, dass er nicht noch gegen die so schön platzierten Werbewanden stößt. Der Libero. Goikoetxea, Klinsmann und nochmal Goikoetxea. Das Ganze in der 38. Minute. Hier wird erstmal Helmer von Goikoetxea niedergestreckt und dann Klinsmann mit links und Goikoetxea zum Zweiten. Unglückliche Aktion von Andreas Möller. Er führte zum zweiten Eckball. Rodriguez wird ausführen. Oh, gute Temperatur noch, so 20, 22 Grad dürften es sein. Die argentinischen Fans mit nacktem Oberkörper. Und Köpke in Erwartung des Eckballs. Vasquez und Angriff
für die deutsche Elf. Kanya. Hätte man pfeifen können, aber Philipp Don sagt, das war nichts. Nicht gesperrt, von daher Einwurf jetzt für Argentinien. Es geht nicht zimperlich zu im Strafraum, das sehen Sie. Ruggeri gegen Klinsmann. Ich möchte fast sagen, dafür ist er bekannt, der lange Argentinier, dass er gut austeilen kann. Jürgen Klinsmann. Jürgen Kohler kümmert sich in erster Linie um die Nummer 9, um Balbo. Helmer nimmt dann meistens den kleinen Bello mit der Nummer 7. Das im Augenblick die Aufgabenverteilung. Ja, 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 Andreas Köpke. Das war auch nicht souverän. Und jetzt Guido Buchwald. Ganz links Andreas Brehme, in der Mitte Kirsten und Klinsmann, aber da wird es eng. Matthäus mit aufgerückt. Heffenberg. Und bei ihm läuft es heute gar nicht. Auf jeden Fall in der ersten Halbzeit noch nicht. Kann sich ja noch ändern. In den zweiten 25 Minuten. Möller. Klinsmann. Buchwald. Kirsten. Endlich mal wieder ein guter Ansatz. Bello. Also so defensiv wie angekündigt, treten sie hier wahrhaftig nicht auf, die Argentinier. Tja, und ihm macht diese Rückpassregel doch heute einige Schwierigkeiten, Andreas Köpke. Lothar zieht den Kürzeren. Darunter Riesa, die Heimatstadt von Ulf Kirsten. Den oberen Spruch lassen wir mal unkommentiert. Kann ja beim Einwurf. 2,5 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. Freundschaftsspiel Argentinien gegen Deutschland. Der Spielstand 1:1. Rodriguez gegen Matthäus. Und Eckball. Da wollte er ihn auf dem Bierdeckel ausspielen, aber nicht gegen Lothar Matthäus. Eckball Nummer 3. Matthäus heute in seinem 105. Länderspiel. Hat lange nicht mehr getroffen, zuletzt vor 2 Jahren. 19 Tore bisher insgesamt. Und jetzt der Eckstoß. Aus. Okay.
Der Weltmeister von 1990, Europameister 1980 und heute trägt er zum 50. Mal die Kapitänsbinde. Und in dieser Statistik hat er dann auch mit Beckenbauer gleichgezogen. Rekordhalter ist noch Karl-Heinz Rummenigge mit 51 Länderspielen, in denen er die Kapitänsbinde trug. So, es läuft offiziell die letzte Minute, die letzten 60 Sekunden. McAllister, Rodriguez, wieder Rodriguez. Der hat für mich eindeutig zu viel Spielraum. Da läuft fast jeder Angriff der Argentinier über den langen Mitte Nummer 20. Caña und immer wieder Rodriguez. Spielt fast jeden Ball mit dem Außenrist. Ähnelt ein wenig Mario Kempisch, dem WM-Helden damals von 1978. Sie sehen es, schon über die Zeit gespielt. Die ersten 10 Minuten sicherlich sehr, sehr gut von beiden Seiten. Dann die Partie von zu viel Taktik geprägt. Argentinien mit zwei Wellen, die sie aufbauen. Einmal hinten die vier auf einer Linie. Davor dann ein kompaktes Mittelfeld. Wenig Spielmöglichkeiten für die deutsche Elf. Aber das wird natürlich auch im nächsten Jahr so sein. Gegen südamerikanische Mannschaften, die sehr ballsicher sind. Und auch ihre Chance nach vorne suchen. Also Argentinien aus meiner Sicht bisher doch überraschend positiv hier aufgetreten. Kämpferisch stark, das sehen wir in dieser Aktion. Und auch torgefährlich. Caña. Das macht Spaß, den einfach zuzuschauen beim Fußballspielen. Und das war der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Philipp Don. Exakt nach 46 Minuten und 8 Sekunden. Wir melden uns dann gleich wieder rechtzeitig zurück mit dem Beginn der zweiten Halbzeit. Sich da irgendwie auf den Platz geschlichen hat, der soll auch die ganze Zeit vorhin schon sehr auf diesem Platz rumgesprungen sein. Ich könnte mir das jetzt mal auch vorstellen bei unseren Physiotherapeuten. Das tue ich vielleicht nicht. Ich glaube, er hat sich sogar verletzt bei dieser Aktion. Also das wirklich, der Physiotherapeut der argentinischen Nationalmannschaft. Und die zweite Hälfte läuft und wir schauen mal, meine Kollegen schauen mal, ob es denn Auswechslungen gegeben hat bei den Argentiniern. Hat es nicht. Gestikulieren wild, keine Auswechslung. Also es geht so weiter. Beide Trainer haben auch, glaube ich, keinen Grund hier in der zweiten Halbzeit zu wechseln. 1:1 der Spielstand. Schauen wir mal, ob die Kreise von Rodriguez eingeengt werden durch Guido Buchwald. Und schlechte Kunde, beide Mannschaften haben keine alternativen Trikots mehr dabei. Also auch die Argentinier konnten nicht mehr zumindest die Hose wechseln. Weiße nicht im Koffer, von daher hoffe ich, dass es dann vom Bild her doch so einigermaßen jetzt funktioniert. Gleich wieder vielleicht ein Auftakt nach Maß, wie es so schön heißt. Für die Argentinier mit der Nummer 7, Bello und Köpke. Erneut mit einem guten Reflex. Helmer nicht schnell genug. Bello dazwischen. Köpke mit der Hand und dann klärt Matthäus zum Eckball. Ja, sie kommen wieder gut raus aus der Kabine. Die Südamerikaner, der Weltmeister von 86. Die angesprochenen Fans von Rainer Bonhoff, im nächsten Jahr werden es sicherlich mehr sein. Fast wie auf Kommando, die Anfeuerungsrufe, Deutschland, Deutschland. Ich habe vorhin hier ein paar Jungs getroffen, eine Woche Urlaub auf Miami und dann dazu noch das Länderspiel. Morgen geht es wieder zurück in die Heimat. Am Samstag übertragen wir dann das zweite Spiel der US-Reise ab 20.55 Uhr USA, Deutschland. Da sollen schon 50.000 Karten im Vorverkauf veräußert worden sein. Lassen wir uns mal überraschen.
Freistoß jetzt. Hässler, Matthäus und Möller. Vier Feldspieler plus Torwart. Darauf haben die beiden Trainer sich geeinigt, können ausgewechselt werden. Heute nicht einsatzbereit. Der Bremer Hopsch hat eine Verletzung im Oberschenkelbereich. Matthäus und Thomas Strunz ist auch nicht heute auf der Auswechselbank. Hat sich gestern im Zweikampf mit Ziege die Lippe aufgebissen, die ist aufgeplatzt, musste genäht werden. Wir haben es vorhin gehört, Kommissar Dr. Hess hat gesagt, es gibt Probleme in Sachen Nahrungsaufnahme. Und mit dem Küssen hat er noch etwas Zeit. Frau Beate in Stuttgart wird es vernommen. Das lag sicherlich nicht am Platz. Sepp Maier, der Spaßvogel der Mannschaft. Schade, könnte man jetzt gerne noch ein paar Worte von ihm einfangen. Ist eigentlich immer für einen Scherz gut. Gute Entfernung für Hässler oder Matthäus. Vielleicht versucht sich jetzt mal der kleine Römer nach diesem Foul am Buchwald. Günther Netzer immer dabei, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf Tour ist. Dienstlich, versteht sich. Seine Schweizer Agentur. Thomas Hässler. Schon gefährlicher als der Versuch von Lothar Matthäus. Markiert sich dann noch ein bisschen über die Mauerstellung der Argentinier beim englischen Schiedsrichter. Die WM-Auslosung am Sonntag in Las Vegas. Die komplette Nationalmannschaft wird dort anwesend sein. Wird sicherlich eine ganz interessante Sache. Superstars, Fußball interessierte Superstars haben sich angesagt. Rod Stewart, Elton John und auch Julio Iglesias. Wenn ich mich recht erinnere, war er mal zweiter Torhüter in Spanien bei Real Madrid. Oder auch dritter Torhüter. Am geilsten sind die Spiele, in denen ich zwei- oder dreimal den inneren Schweinehund überwinden muss. Soweit Jürgen Klinsmann. Ist er nicht hundertprozentig fit. Hat ein paar Probleme. Zwei Lendenwirbel haben sich verschoben. War in Behandlung bei Dr. Müller-Wohlfahrt in München.
hat sich in dem Zusammenhang dann auch gleich mal über die ärztliche Betreuung seines Clubs in Monaco beschwert. Zu Saisonbeginn hatte er eine Knöchelverletzung. Das hat man wohl nicht richtig diagnostiziert und von daher musste er länger aussetzen. Das läuft noch nicht ganz so gut in Frankreich. 4 Tore hat er bisher geschossen. Der Fußballer des Jahres 1988. Am Wochenende kam er erst zur zweiten Halbzeit beim 1:1 gegen Saint-Étienne. Soccer players, you like it, you? Your fans, you like it, yeah. It's a pity it's not here. You're going to work down in Orlando. You're going to work in Orlando. All of you, yeah. Die dritte gelbe Karte. Diesmal für Kanya. Ja, besser so halten als nachtreten. Das ist man ja sonst von den Südamerikanern gewohnt. Elmar, Breme, Möller, Effenberg. Das ist ja das neue Tandem. Auf der rechten Abseits. Abseits. Die Fahne bereits oben. Das neue Tandem auf der rechten Seite. Thomas Hessler und Stefan Effenberg. Thomas Strunz soll noch eine Chance erhalten, hier entweder gegen Mexiko oder gegen die USA. Ja, eigentlich kein Abseits bei der Ballabgabe, konnte man gut sehen. Schauen wir noch einmal, jetzt der Pass von Effenberg und da steht Klinsmann nicht im Abseits, von daher also die Entscheidung des Linienrichters doch etwas unverständlich. Ja, dann in der zweiten Aktion doch, abseits, haben wir das auch noch aufgelöst. Also die Entscheidung doch korrekt. Effenberg, einmal mehr mit einem Ballverlust. Da, ganz rechts, Effenberg. Deutschland hat immer noch die beste Mannschaft der Welt. Dies ein Satz von Alfio Basile, kein Abseits. Schauten schon einige Spieler wieder zum Linienrichter. Ulf Kirsten bisher noch etwas unglücklich in seinen Aktionen. Franke Häßler, kein Abseits. Aber Pech im Abschluss. Ulf Kirsten 49 Mal für die ehemalige DDR gespielt. Heute sein 8. Einsatz im DFB-Team. Zum ersten Mal von Beginn an.
Andreas Brehme mit einem Befreiungsschlag. Das sagt eigentlich schon fast alles. Eigentlich der ballsicherste Spieler im deutschen Team. Jetzt wird es etwas härter und jetzt wird es zum vierten Mal gelb geben. Guido Buchwald hat das Kärtchen gesehen. Also neben Effenberg der zweite Deutsche, der verwarnt wurde. Ist gar nicht einfach zu spielen, glaube ich, ein Kopfball. Die Sonne. Manchmal von Wolken verhangen, dann wieder frei und von daher ändert sich natürlich auch hier immer die Lichtsituation. Eckball Nummer 6 für Argentinien. Ich glaube, der Vorwurf von Effenberg an Köpke, hier musst du einfach mal rufen, damit ich weiß, was ich zu tun habe. Kanya und Buchwald. Mal zurück zum Thema Torhüter. Ich befürchte fast, dass diese Androhung in Sachen Oliver Kahn die beiden mehr verunsichern wird, als dass sie Stabilität beweisen. Andreas Köpke ist heute das beste Beispiel dafür. Schauen wir mal, was Ilkner am Samstag gegen die USA macht. Ja, dort oben sitzen wir. Etwas weit ab vom Schuss. In diesem American Football Stadion. 20 Jahre spielten hier die Miami Dolphins. Dann wurde neu gebaut vor 5 Jahren. Und am Montag gab es hier das große Spiel. Miami Dolphins gegen die Pittsburgh Steelers. Miami verlor mit einem Punkt, 20:21. Aber am nächsten Wochenende kann man das schon wieder gut machen. Exakt eine Stunde gespielt. Der Spielstand immer noch 1:1. Die Torschützen Hernan Diaz und Andreas Möller. Das Ganze bereits nach 9 Minuten. Jetzt wird ein deutscher Spieler behandelt. Andreas Thom läuft sich warm von Bayer Leverkusen. Ich weiß jetzt nicht, wer dort unten liegt. Guido Buchwald. Auch er ja nicht ganz fit, eine Rippe angebrochen, aber er spielt, so kennen wir ihn, vom deutschen Meister Dieter Eils. Er kann natürlich die Position von Guido Buchwald spielen, sozusagen den Staubsauger im Mittelfeld. Hier die Attacke von Balbo gegen Buchwald, aber wie ich den Schwaben kenne, wird er weitermachen. Wirft so schnell nichts um. Hans Beckenbauer hat bei der WM 1990 gesagt, das war eigentlich der Spieler des Turniers, Guido Buchwald, der wichtigste Mann. Und er ist bereit für die nächste WM in diesem Lande im nächsten Jahr. Effenberg. Also ihm geht gar nicht zusammen, für mich bisher der schwächste deutsche Spieler. Diaz. Andreas Möller von hinten in die Beine und das gibt zum 5. Mal gelb in dieser Partie.
noch ein kleines Wortgefecht mit Mancuso. Die dritte gelbe Karte für das deutsche Team. Andreas Möller, der auch in dieser Beziehung hinzugelernt hat. Steckt nicht nur ein, teilt auch aus. Das hat er sicher zum Teil auch in Italien gelernt. In Turin zu einer Persönlichkeit gereift, habe ich vorhin schon mal gesagt. Erheblichen Anteil daran hat sicherlich auch Juve-Trainer Giovanni Trapattoni. Er formte ja auch damals noch bei Inter Mailand Matthäus, Brehme und Klinsmann. Vasquez. Turm und Eils laufen sich noch warm und werden jetzt wohl von Rainer Bonhoff herangewunken. Dieter Eils wird wohl hier seine Länderspielpremiere feiern. Sicherlich für Guido Buchwald. Kanya. Der Platz sicherlich schlecht, aber das können nicht alle Gründe sein. Bello mit der 7. Und das war eigentlich ein Tor mit Ansage. Ich glaube, es war Abel Balbo, der Spieler mit der Nummer 9. Der junge Mann wird sich sicherlich gleich umdrehen und dann wissen wir, ob er es war. Die beiden Angreifer, Bello, Cola nicht energisch am Mann. Matthäus kommt zu spät. Und dann der Torschütze Abel Balbo. Der Spieler mit der Nummer 9. Und dann auch noch ausgerechnet der Mannschaftskamerad und Thomas Hessler spielen ja gemeinsam in Rom. Zuvor hat er in Udine gespielt. Ein Goalgetter vor dem Herrn. 21 Mal hat er da getroffen in der italienischen Liga. Das heißt schon eine ganze Menge. Und er war auch beim 1:1 gegen Australien erfolgreich. Auf Flanke von Maradona und die Fans natürlich jetzt aus dem Häuschen. Und die deutsche Elf muss zum zweiten Male einem Rückstand hinterherlaufen. Dieses Tor hätte aber nicht fallen müssen. Und von unten kommt die Information, Dieter Eils durfte sich wieder setzen. Neben Andreas Thom läuft sich jetzt Matthias Sammer warm. Buchwald. Wieder ein Abspielfehler. Da haben wir den Dortmunder. Im Europapokal geht es gegen seinen alten Club, gegen Inter Mailand. Diaz. Helmer. Alles nur Befreiungsschläge. Aus der Abwehr kommt gar nichts Konstruktives mehr. Und dann dieser Lattenknaller. Kein einfaches Spiel heute auch für Andreas Köpke. Hugo Perez. Und dann die Latte. .000 sind es jetzt mindestens hier. Und in wenigen Minuten wird ein zweiter Leverkusener kommen, Andreas Thom. Das ein Hinweis in eigener Sache. Am Samstag, 20.55 Uhr live. Die zweite Partie der deutschen Nationalmannschaft. Da geht es nach San Francisco und der Gegner heißt Tom Dooley und Co. Der Ex-Lauterer also jetzt im Diensten
belgische Nationalmannschaft. Bremen beim Einsatz. Kommt für Jürgen Klinsmann, hören wir von unten. Und vorne zaubern sie weiter. Jetzt praktisch zurückgegeben. Die Vorarbeit von Balbo auf Bello. Da wollte er ihm diesmal den Treffer schenken. Exzellent gespielt, die Argentinier blitzschnell vorne im Angriff. Und dann macht er es, oder will er es zu genau machen, trifft den Ball nicht richtig, trifft mehr den Rasen. Glück für Deutschland. Und jetzt ist ausgewechselt worden, Andreas Thom bereits im Spiel für Jürgen Klinsmann. Oh, da haben sie Glück gehabt, die Jungs von Berti Vogts. 1:3. Naja, das wäre schwer geworden. Ich kann es nur noch mal sagen, die Argentinier überraschen hier positiv. Sah im Trainingsquartier gar nicht so aus, da haben sie leicht und locker gespielt von unserer Kameramann. Sieht natürlich und findet sie südamerikanische Schönheiten. Aber ich zurück zum Fußball jetzt ganz kurz. Also im Trainingsquartier ging es locker und leicht zu. Übliche Trainingsspielchen 5 gegen 2 wurde da ausgeweitet auf 17 gegen 2. Da hatten die, die außerhalb des Kreises standen, natürlich eine Menge Spaß. Die Innen haben sich die Lunge aus dem Leib gerannt. Aber Alfio Basile hat schon vor der Partie gesagt, wir sind besser als unser Ruf der letzten Spiele. Das muss eigentlich wieder gelb geben. Das wäre dann die 6. in dieser Partie. Mancuso, Spieler mit der Nummer 5. Also da steht es 3 beide in Sachen gelbe Karten. Hessler, Spiel wird besser. Thomas Hessler, immer noch Hessler. Einer zu viel. Gleich wird es die zweite Auswechslung geben. Matthias Sammer kommt dann. Und das eine sichere Beute für Goycochea. Argentinien im nächsten Jahr zum 11. Mal bei einer WM dabei. Er wird im Tor stehen. Dazu wird dann noch kommen der Superstar, der Überspieler Diego Maradona, auch wenn er etwas langsamer geworden ist, auch wenn er etwas zugenommen hat. Allein seine Anwesenheit versetzt so manchen Gegner schon in Schrecken. Und das ein Foul an Köpke. Bisher ging es eigentlich noch, aber diese Aktion von Bello mehr als überflüssig. Die zweite Auswechslung, Matthias Sammer für Andreas Möller. Halbes Jahr hat er nicht zum Aufgebot gehört. Jetzt ist er wieder dabei, hat Ansprüche angemeldet, aber das interessiert Berti Vogts überhaupt nicht. Kohler. Man sieht natürlich, wie der Ball hier verspringt. Der Platz wirklich sehr, sehr hart. Uneben. Man muss klar sagen, nicht im besten Zustand. Aber wie heißt es so schön? Beide Mannschaften müssen noch ausspielen. Und im Moment mehr Vorteile für die Argentinier. Wenn wir im Ballbesitz sind, hat er vor der Abwehr zu spielen. Das klappt noch nicht so. In den ersten 10 Minuten war das sicherlich besser. Aber danach wurde auch der Druck der Argentinier stärker. Matthias Sammer. Das wird noch besser.
McAllister. Mehr als zufrieden. Die argentinischen Fans. Zweimal hat die Mannschaft zuletzt den Copa America, die südamerikanische Meisterschaft, gewonnen. Da gab es eine fast unheimliche Siegesserie. 32 Spiele ohne Niederlage. Aber dann, als es um die Wurst ging, musste Maradona zurückkommen, um es zu richten. Ja, die Deutschen im Augenblick nur Statisten. Buchwald läuft hinterher. Ein Foul. Buchwald hat schon gelb gesehen. Der Achter Hugo Perez kommt immer wieder von rechts, rückt dann ein auf die halbrechte Position. Und da hat die deutsche Elf doch Probleme auf der linken Abwehrseite. Rechts ist das ja alles etwas anders, etwas besser organisiert. Hessler und Effenberg tauschen da auch zum größten Teil ihre Positionen. Wenn der Gegner über die linke Angriffsseite kommt, dann geht halt Hessler nach vorne. Effenberg deckt rechts zu, kommt der Gegner über rechts. Rückt Stefan Effenberg im Mittelfeld eine Position nach innen. Das heißt, spielt dann fast schon zentral. Aber das System braucht natürlich Zeit. Man braucht die richtigen Spieler. Man muss sich abstimmen. 7 Spiele bleiben noch. Und so ganz kann die Mannschaft das noch nicht umsetzen, was Berti Vogts von ihr verlangt. Freistoß jetzt für Argentinien. Gespielt 75 Minuten. 2:1 führt der Weltmeister von 1986. Wie man sieht, unsere Kameraleute finden überall Kontakt. Er hat auch Kontakt mit dem eckigen Torpfosten. In Miami wird ja im nächsten Jahr nicht gespielt. 3,5 Stunden von hier geht es um die Wurst in Orlando. Matthäus. Effenberg. Vierzehn Minuten verbleiben der deutschen Mannschaft noch, um hier zumindest ein Tor zu erzielen und ein Remis zu erreichen. Deutsche Mannschaft seit dem 16. Dezember 1992 ungeschlagen. Folgt heute die erste Niederlage. Nach exakt einem Jahr.
McAllister, der junge Mann muss britische Vorfahren haben. Drum. Lässt sich natürlich jetzt sehr viel Zeit. Schüttelt noch mal ein wenig die Beine aus. 12,5 Minuten noch. 2:1 führt Argentinien gegen Deutschland. Vielleicht dann doch so etwas wie eine Revanche für 1990. Davon wollten sie im Vorfeld alle nichts wissen. Lothar Matthäus. Hessler. Kohler. Kompliziert am Wochenende ein Eigentor. Turin unterlag. Lazio Rom 1:3. Und Eckball. Nummer 4 für Deutschland. Matthias Sammer, aber Vasquez dazwischen. Abseits, Vorteil. Jetzt pfeift er dann doch ab. Bisher keine Probleme mit dieser Partie. Hessler. Sammer. Und Thom. Hat er schön geklärt. Sollte eigentlich ein Torschuss sein. Völlig verunglückt. Effenberg. Jetzt immer mehr auf der halbrechten, teilweise sogar auf der zentralen Position. Vasquez krümmt sich dort. Hat auch schon angedeutet, ich simuliere nicht. Schiedsrichter. Schauen wir mal. Kirsten gegen Vasquez. Auf jeden Fall kein Foul. Vielleicht ist er umgeknickt. Also Schiedsrichter Philipp Don wird die Zeit nachspielen lassen. Der Unparteiische steht hier unter Beobachtung der FIFA. Die FIFA sucht ja noch Unparteiische für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Da ist er umgeknickt mit dem rechten Fuß. Gut zu sehen. Schöne Zeitlupeneinstellung. Also, wenn Südamerikaner sich behandeln lassen, sollte man nicht immer unterstellen, dass sie nur Schauspielern. Aber darin sind sie natürlich schon große Künstler. Keine Frage. Ist völlig falsch hier, glaube ich, jetzt. Dänemark. Da haben die Deutschen nicht eine allzu gute Erinnerung. Exakt 8 Minuten noch. Ja, jetzt wollen sie zaubern im Strafraum der Deutschen. Da hätte er schießen sollen. Diego Caña. Rodriguez, der Spieler mit der Nummer 20, im zweiten Spielabschnitt etwas untergetaucht, aber die Argentinier nicht ungefährlicher geworden. Kohler, Sammer, ganz links Breme. Wieder der Dortmunder.
Rodriguez auf Bello und zu lang. Am Montag landete die deutsche Elf hier in Miami. Heute der dritte Tag. Man sagt ja immer, der dritte Tag ist der kritischste. Die Zeitumstellung, dazu das andere Klima. Die Argentinier sicherlich in dieser Beziehung mit Vorteilen. Und Vázquez hümpelt immer noch. Wird wohl gleich eine Auswechslung geben. Im Team von Alfio Basile. Für den argentinischen Nationaltrainer, wenn es denn bei diesem Sieg bleibt, sicherlich ein ganz, ganz wichtiger und großer Erfolg. Damit hat er wieder etwas den Rücken frei. Nach dieser beinahe verpatzten Qualifikation forderten schon viele den Rücktritt. Menotti, Cesar Luis Menotti, sitzt schon auf gepackten Koffern, wie es so schön heißt. Würde also sofort das Team übernehmen, aber jetzt Ulf Kirsten. 5 Minuten vor dem Ende, das heißt die 85. Minute. Noch einmal eine gute Möglichkeit für die deutsche Elf zum Ausgleich. Schöner Pass von Hässler, schön auch gelöst von Ulf Kirsten. Und dann verspringt ihm etwas der Ball, kommt nur noch mit der linken Fußspitze heran. Und das war natürlich dann kein Torschuss mehr. Jetzt die Auswechslung. Wird unten angekündigt. Kommen wird mit der Nummer 15 Jorge Borelli. Spielt normalerweise Libero. Und er wird rausgehen. Sergio Vázquez. Matthäus jetzt hier sehr offensiv, wird gehalten, wird am Trikot gezerrt. Und da wird natürlich auch gefault. Schnell ausgeführt von Sammer auf Breme. Und jetzt die Auswechslung. Es geht, wie angekündigt, Sergio Vázquez. Ich glaube, der liegt nochmal auf dem Boden unten. Das ist er, genau. Und er wischt es doch jetzt etwas härter. Sergio Fabian Vázquez in seinem 27. Länderspiel. Spielt in Chile bei Universidad Católica. Vier Minuten noch. Jetzt die Auswechslung. Jorge Borelli. Er spielt für den Racing Club. Das ist der derzeitige Tabellenführer in der argentinischen Meisterschaft. Sicherlich etwas überraschend. Dahinter Lanús, Vélez Sarsfield und dahinter erst die großen Clubs River Plate, Independiente und Boca Juniors. Balbo, der Torschütze zum 2:1. Fehler von Perez, Rodriguez und Einwurf für Argentinien. Argentinien wird dann gleich zum zweiten Mal auswechseln. Das ist sicherlich aber eine taktische Auswechslung. Um noch hier ein bisschen Zeit zu gewinnen. Rodriguez wird gehen und Roberto Montserrat steht schon an der Seitenlinie. Knapp 2 Minuten noch. 2:1 führt Argentinien. Deutschland also, so wie es aussieht, nach 9 Spielen ohne Niederlage zum ersten Mal wieder geschlagen. Vielleicht an dieser Stelle schon mal ein kurzes Fazit.
Andreas Köpke im Tor hat nicht den sichersten Eindruck gemacht, an beiden Treffern aber schuldlos, keine Frage. Der Libero wird in der Zukunft sicherlich auch weiterhin Lothar Matthäus heißen. Bernd Schuster hat sich bereit erklärt, aber ist momentan kein Thema. Hundertprozentig geklappt hat es sicherlich noch nicht mit der offensiven Spielweise von Matthäus. Das heißt, wenn Deutschland im Ballbesitz ist, soll er auch nach vorne spielen, vor der Abwehr agieren. Dies tat er eigentlich jetzt nur noch nach dem zweiten Treffer der Argentinier. Kohler und Helmer mit Licht und Schatten. Berti Vogt ist ja hier auch noch auf der Suche nach einer weiteren Alternative. Das könnte der Leverkusener Burns, das könnte aber auch der Karlsruher Schuster sein. Und Andreas Möller im zentralen Mittelfeld haben wir heute nicht allzu viel gesehen. Das 1:1 köpfte er. Für Rainer Bonhoff noch etwas überraschend, aber in Turin hat er schon einige Kopfballtore erzielt. Aber ansonsten nicht allzu viel zu sehen vom Juve-Spieler. Auf der rechten Seite das Tandem Hessler-Effenberg. Für meinen Geschmack nicht sehr produktiv. Effenberg hat heute nicht seinen besten Tag erwischt. Für mich der schwächste deutsche Spieler. Ja, und dann sicherlich die große Frage, wer wird in der Zukunft den Angriff bilden? Klinsmann und Kirsten haben sehr, sehr viele Meter vorne gemacht. Auch hier gibt es natürlich Alternativen, die parat stehen. Riedle, Schmidt oder auch Rudi Völler. Aber die Diskussion wollen wir jetzt nicht fortführen. Da gibt es eine Vereinbarung zwischen Vogts und Völler. Wenn es denn gar nicht mehr anders geht, steht der Rudi bereit. Heute haben wir vom Angriff nicht allzu viel gesehen, auch wenn sie sehr viel gearbeitet haben. Kirsten hat die zwei, drei guten Möglichkeiten, die er hatte, vergeben. Abseits. Die offizielle Spielzeit bereits beendet. Wir sind schon etwas über die Zeit, exakt 30 Sekunden. Und die Argentinier wechseln natürlich nochmal aus, das ist klar. Bello geht's und es kommt mit der Nummer, schauen wir mal, 17, Arnaldo Ortega. Und die offizielle Zuschauerzahl haben wir jetzt auch, 25.000. Und die südamerikanischen Fans begeistert. Berti Vogt wird sicherlich noch einige Mühe haben, seiner Mannschaft sein System beizubringen. Heute fehlte die Harmonie, ein guter Anfang, die ersten 10, 20 Minuten. Dann lief nicht mehr allzu viel zusammen. Und man muss auch an dieser Stelle sagen, Argentinien, ein starker Gegner. Nach den WM-Qualifikationsspielen haben wir eine andere argentinische Elf erwartet. Und hier die Frage jetzt nach dieser Attacke von Borelli an Kirsten. Strafstoß ja oder nein? Schiedsrichter Philipp Don sagt, weiterspielen. Diese Entscheidung kann man vertreten. Der Unparteiische, ziehen wir den auch ganz kurz noch in unser Fazit mit ein. In der fehlerfreien Partie. 6 gelbe Karten hat er verteilt. Alle vertretbar. Vielleicht jetzt der letzte Angriff der deutschen Mannschaft. Hessler. Ruggeri. Und noch einmal Einwurf. Schaut auf die Uhr. Der Mann in Schwarz. McAllister mit dem Kopf. Noch einmal Hessler. Gojko Cea. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Noch einmal der Hinweis. Am Samstag 20.55 Uhr USA, Deutschland. Breme. Thom. Kanya. Matthäus, es läuft bereits die 49. Spielminute.
Noch einmal die Argentinier. Jetzt fast 4 Minuten schon in der zweiten Spielhälfte über die Zeit gespielt. So viele Unterbrechungen gab es eigentlich nicht. Buchwald, Thom. Noch einmal wird dort ein Freistoß versucht herauszuschinden und den gibt es jetzt für Argentinien. Immer noch kein Ende. Die südamerikanischen Fans pfeifen hier schon seit einigen Minuten. McAllister. Und noch einmal Köpke mit einem weiten Abschlag. In den letzten Minuten jetzt nicht mehr viel Spielkultur zu sehen. Die Argentinier können beruhigt und stolz nach Hause fahren. Sie haben immerhin den amtierenden Weltmeister bezwungen. Eine kleine Revanche für das 90er-Finale in Rom. Diaz. Jetzt läuft bereits die 95. Minute. Den deutschen Spielern ist es recht, aber die Argentinier werden langsam ungeduldig. Auch unten auf der Bank, da sitzt keiner mehr, da steht das komplette Aufgebot um Alfio Basile, den 50-jährigen Coach. Buchwald und Goikoetxea. Das ist, glaube ich, auch mein längstes Fußballspiel, das ich übertrage. Es läuft die 96. Spielminute. Ja, was macht er jetzt, der gute Herr Don? Ich weiß, dass die Amerikaner gerne 4 Viertel hätten, aber so lange wollen sie sicherlich auch nicht spielen lassen. Effenberg, Köpke. Und das war der Schlusspfiff. Die Argentinier reißen die Arme hoch. Der verletzte Vasquez hümpelt zurück auf den Platz. Argentinien schlägt Deutschland mit 2:1. Und wir melden uns gleich wieder rechtzeitig hier zurück.